Also wir sind hier am Landwirtschaftszentrum in Fies. Wir haben unseren Betrieb vor 20 Jahren circa umgestellt auf Bio und auf vorwiegend Kleinviehwiederkäuer. Wir haben vorwiegend Schwarznasenschafe und Schwarzhalsziegen und Ehringerkühe, also ein bisschen der Tradition verpflichtet. Auf der anderen Seite haben wir auch einen innovativen Ansatz mit den Milchrassen, wo wir neue Wege beschreiten. Wir haben dann 2005 eine Kooperation eingegangen mit den Fiebel, haben uns da spezialisiert auf die Parasiten bei den Kleinviehwiederkäuern. Bei den Kleinviehwiederkäuern sind Magen-Darm-Würmer die größte Herausforderung, was die Tiergesundheit angeht. Das hat zwei Gründe. Einerseits verlieren die zugelassenen Medikamente mehr und mehr an Wirkung, weil die Parasiten resistenter werden. Und andererseits haben wir im Biolandbau auch den Anspruch, obwohl diese Medikamente dort zugelassen sind, dass man möglichst wenig von diesen Medikamenten einsetzt. Ein möglicher Lösungsansatz für die Parasitenkontrolle, damit weniger Medikamente eingesetzt werden, wäre der Ansatz mit Tanninen. Tannine sind in einigen Futterpflanzen enthalten, natürlicherweise, und haben gewisse Effekte auf die Magen-Darm-Würmer gezeigt. Die Wirkungsweise von den Tanninen kann man sich so vorstellen, dass diese Tannine gerne Bindung mit Eiweißen eingehen. Das haben vielleicht viele von euch schon erlebt, wenn man einen Rotwein trinkt, der etwas tanninhaltig ist. Das macht dann so einen Pelz im Mund oder ein bisschen ein raues Gefühl im Mund. Das sind die Tannine, die mit den Eiweißen der Mundschleimhaut Bindung eingehen. Und dasselbe passiert auch im Tier. Dort werden die Tannine aufgenommen und gehen Bindungen mit der Oberfläche der Magen-Darm-Würmer ein. Und dies kann die Vitalität der Magen-Darm-Würmer einschränken und führt dazu, dass sie weniger Eier legen zum Beispiel oder im besten Fall ganz abgetötet werden. Eine Pflanze, die sehr viele Tannine enthält und die agronomisch vom Anbau her auch noch einigermaßen machbar ist, ist die Espersette. Das ist eine Futterleguminose. Und mit der haben wir in der Vergangenheit sehr viel gearbeitet. Die Espersette wird von den Tieren in der Regel sehr gut akzeptiert. Und wir haben teils mehrwöchige Fütterungsversuche durchgeführt am Fiebel. Und dort konnten wir grundsätzlich zeigen, dass eine mehrwöchige Espersettenfütterung die Eiausscheidung der Parasiten senken kann. Wir konnten auch zeigen, dass eine zweiwöchige Espersettenfütterung an Lämmer deren Parasitenlast um ca. 25% reduziert hat. Nach dem vorgängigen Bericht des Fiebels waren wir natürlich begeistert von dieser Esparsetten-Geschichte und pflanzen natürlich auch diese Esparsette an. Das Problem war anschließend, dass wir einen relativ großen Unkrautdruck hatten und das natürlich mit Säuberungsschnitten versuchten in den Griff zu bekommen. Dies gelang auch, aber mit relativ viel Aufwand. Zur Erntegeschichte, das ist ähnlich wie bei der Luzerne, man muss die Bröckel verlusten, dort sind ja die wichtigen Tannine drin, dementsprechend muss das Futter im Tau bewirtschaftet werden. Ertrag ist kleiner als bei der Luzerne und der Aufwand ist relativ größer. Also es hat uns dann die ganze Geschichte ein bisschen relativiert. Zur Verfütterung, wir haben das natürlich dann in einer gewissen Euphorie auch schon angedacht, man könnte das vielleicht brauchen als Entwurmungsmittel. Die Praxisergebnisse haben aber gezeigt, dass dies nicht möglich ist. Wirkungen hat es gegeben, aber nicht im erhofften Ausmaße. Wir haben das natürlich in vielfältiger Weise durchgeführt. Wir haben es mit Dürrfutter durchgeführt, mit Pellets, grün gefüttert. Da der Anbau der Espersette relativ aufwendig ist und damit auch nicht so kostengünstig, haben wir uns vom kurativen Effekt hin gewendet zum präventiven Ansatz. Das bedeutet, dass weniger Espersette den Tieren verabreicht wird, sodass der Effekt erzielt wird, dass die Würmer weniger Eier ausscheiden. Und so können die Tiere parallel zur Fütterung auf die Weide gehen, die Würmer scheiden weniger Eier aus und die Hoffnung ist dann, dass die Tiere sich später, wenn sie wieder auf dieser Weide weiden, sich weniger stark infizieren. Diesen präventiven Ansatz der Tanninfütterung bzw. der Espersettenfütterung haben wir hier praktisch umgesetzt, indem wir die Milchziegenherde in zwei Teile geteilt haben. Die eine Hälfte hat Luzerne-Pellets erhalten und die andere Hälfte der Ziegen hat Espersetten-Pellets erhalten. Die tägliche Aufnahmemenge waren 700 Gramm je Tier und wir haben das über 9 Wochen verfolgt
Und was wir feststellen konnten, am Ende war eine Reduktion der Eiausscheidung um ca. 20% in der Gruppe, die Esparsette gefüttert bekommen hat. Allerdings war es so, dass wir diesen Unterschied nicht statistisch belegen konnten. Während dieser neunwöchigen Fütterungsperiode bei den Milchziegen, da wurde an vier Zeitpunkten über mehrere Tage die Milch separat gemolken und separat verkäst. Bei den Parasiten konnten wir keine Unterschiede finden. Dafür haben wir bei den Käsesorten, die jeweils separat verkäst wurden, signifikante Unterschiede gefunden. Der Esparsettenkäse hat einen leicht kräftigeren, vielleicht etwas herberen und leicht animalischeren Geschmack gehabt als der Luzernekäse. Fazit noch zu den ganzen Esparsettenversuchen. Es war eine sehr interessante Geschichte. Es hat uns aber ein bisschen die ganze Sache relativiert. Am Anfang waren wir sehr euphorisch und dachten, jetzt hatten wir ein Mittel, das entwurmungshemmende Wirkung hat. Dies muss man relativieren, dem ist nicht so. Es kann eine Unterstützung bieten für Tiere bei der Geburt zum Beispiel, aber es ist noch nicht sehr ausgereift oder Kosten-Nutzen-Effekt ist ein bisschen schwierig. Die Idee mit den Tanninen ließ mich aber nicht los und so kam ich auf die Idee, die Tannine der Weintrester zu nutzen. An diesem Versuch sind wir nun dran. Ein Riesenvorteil des Tressers ist, dass er ein landwirtschaftliches Nebenprodukt ist und daher günstig verfügbar wäre und dass er hohe Tanningehalte aufweist. Im Gegensatz zur Literatur haben unsere Ergebnisse gezeigt, dass die Nährwerte des verwendeten Rotweintresters hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Und das hat auch zu einer sehr geringen Aufnahme durch die Tiere geführt. Dies könnte einer der Gründe sein, wieso wir in unserem ersten Versuch mit Milchschafen keine Wirkung auf die Würmer zeigen konnten. Unser nächster Schritt wird sein, herauszufinden, wie wir mehr Rotweintrester in die Tiere bekommen und dadurch auch die Tanninkonzentration im Verdauungstrakt der Tiere erhöhen können. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video einen guten Einblick in den aktuellen Stand der Forschung und Umsetzung zum Tannineinsatz zur Parasitenkontrolle geben. Uns würde natürlich eure Erfahrungen interessieren zum Thema. Schreibt es in die Kommentare.